Hi, meine lieben Lieben, willkommen auf German Indie Horror Games. Wir spielen heute die Vollversion von The Stalked. Wir haben die Demo vor noch nicht allzu langer Zeit gespielt, also es ist wirklich noch nicht so ewig her. Und jetzt ist die Vollversion draußen, schon eine Weile. Und die spielen wir jetzt. Ich bin mal gespannt, ob es da jetzt Unterschiede zur Demo gibt. Ich versuche dran zu denken, euch die Demo und das Game in eine Playlist zu packen, dass ihr da mal reingucken könnt, euch das nachher hier oben noch zu verlinken. Die Demo, ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal rein und gucken, was passiert. So, I have to wake up. Achso, okay, ich habe mich von Liam getrennt und ich hoffe, dass es einigermaßen gut aufnimmt. Genau, das wissen wir noch. Richtig, sie hat sich... Huch, aua, eine Nase. ...von ihrem Freund getrennt. Das war das... Wir können rennen. Ich muss was zu essen machen, ich bin hungrig. Gucken, ob das jetzt besser funktioniert. Ich weiß... Ah ja, super. Da gab es in der Demo, gab es da noch ein paar Probleme, was die Steuerung anging. So, und nun? Was essen wir denn? Organic Food. Was ist denn Organic Food? Sieht aus wie Linsen. Oder so, aber... Okay, irgendwas aus der Dose, was soll's. Wer wird dieser Uhrzeit an meine Tür klopfen? Moment, bevor wir jetzt gucken gehen. Schlafzimmer ist eine riesige Wohnung, ey, ne? Hat sich auch nicht geändert, das letzte Mal. Moment. Hier. Wer ist da? Oh, Liam ist da. Hallo, Süße. Kann ich reinkommen? Liam. Ich habe dir gesagt, dass es vorbei ist. Also nein, du kannst nicht reinkommen. Komm schon, du kannst mich nicht so zurücklassen. Ich liebe dich mehr als alles andere. Es ist vorbei, Liam. Geh einfach nach Hause. Mach die Tür auf, Kate. Nein, ich mach die Tür nicht auf. Ich liebe dich einfach nicht mehr. Du wirst bald wieder meins sein. Ja klar, das klingt voll... Klingt so, als wenn er weggegangen ist. Gut. Mein Essen sollte jetzt fertig sein. Okay, die Störung ist definitiv besser geworden. Das Essen war jetzt so heiß aus der Pfanne. Hast du dir jetzt nicht das Maul verbrannt? Ein Bad würde mich wahrscheinlich ein bisschen runterbringen. Das wäre jetzt richtig gut. Gehen wir baden. Gut. Boah, ey. Ich hätte echt Schiss, dass der da draußen irgendwo rumkraucht, ne? Aber es war ja spät auch irgendwie so. Wo war denn das Bad hier, ne? Verzeihung. Was war das? Ja, da hat der gute Mann die Scheibe eingeschmissen. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Die Frage, ich glaube, es war im Schlafzimmer. Ja. Arschloch. Gib mir noch eine Chance, bitte. Ich werde dich gut behandeln und alles für dich tun. Ich verspreche es. Nur noch eine Chance ist alles, wonach ich frage. Das kann doch nicht zu viel sein. Nein, nein, nein. Ich hau besser ab, bevor er noch was Schlimmeres tut. Hi, Kate. Hä? Ich weiß zwar nicht, wo er ist, aber ich habe ihn nicht gesehen. In der Demo taucht er in der Küchentheke auf, aber... ja. Handy.
Genau, wir rufen jetzt unseren Opa an. Geh ran, geh ran, geh ran. Hallo Opa, ich brauche deine Hilfe. Hey Kate, was ist los? Liam ist in mein Apartment eingebrochen und jagt mich jetzt. Ich bin gerade so entkommen und nun bin ich in meinem Auto und weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist furchtbar. Bist du okay? Hat er dich verletzt oder so? Nein, ich bin davon gekommen, bevor er irgendwas tun konnte. Aber ich habe Angst, dass er mich findet. Okay, also ich gehe mal davon aus, du suchst einen Platz, wo du in einer Weile sicher bleiben kannst. Ja. Du kannst bei mir leben, so lange wie du möchtest, wie auch immer. Aber ich werde an diesem Wochenende auf einem Business-Trip sein für eine Woche. Das ist okay. Es ist immer noch besser, als hier zu bleiben. Kann ich jetzt direkt dahin kommen? Ja, ich sende dir die Adresse. Die Schlüssel zu meinem Haus ist in einem Blumentopf. Und denke mal daran, die Tür verschlossen zu halten. Und wenn du raus musst, kannst du immer erst durch das, wie sagt man bei uns dazu, Peephole, durch das, das hat einen ganz bestimmten Namen, ich komme jetzt nicht drauf, also halt durch dieses Loch da gucken. Okay, danke nochmal, Großvater. Du rettest mein Leben. Kein Problem. Ich hoffe, dass alles gut wird. Und scheue dich nicht, mich wieder anzurufen. Fahr los. Fahr einfach los jetzt. Oh, das war knapp. Gott sei Dank bin ich da weggekommen. Er wird mich jetzt nirgendwo mehr finden. Das hoffe ich mal für dich. Ich, Gott sei Dank, bin ich aus der toxischen Beziehung endlich raus. Ja, das kann ich. Und so weiter, ne? Nachempfinden. Das ist verdammt schwer. Schwer, schwer. Nein, hat er es geschafft, mir hier zu folgen? Ich werde schon paranoid. Anscheinend ist das nicht. Vielleicht irgendein Nachbar. Okay. Also der Schlüssel soll in irgendeinem Blumentopf sein. Ich will mal kurz ums Haus gehen, weil ich mich erinnere, dass hier ein Keller war. Das ist die Seitentür. Hier ist ein Keller. Und da hörte, glaube ich, die Demo irgendwo auf, weil der Keller war absolut gruselig. Mit Blut und Haken und... Okay, das ist ja jetzt nicht mehr. Hier sieht ganz normal aus. Hier liegt auch noch eine Taschenlampe. Da sind auch noch die Nierenschalen liegt da noch. Und das Desinfektionsbad. Okay, aber das andere gruselige Zeug ist... Ah, das ist der Stromkasten. Okay, den werden wir wohl später noch brauchen. Das andere gruselige Zeug ist weg. Okay. Gehen wir mal ums Haus. Der Schlüssel hier ist ein Blumentopf. Mal gucken, ob das der richtige ist. Hier. Da ist er. Okay, dann gehen wir rein. Mein Gott, es ist dunkel hier. Wir werden einige Lichter anmachen und das Schlafzimmer finden. Ich möchte so schnell wie möglich ins Bett.
Okay, wir schließen die Tür. Und wir haben sie abgeschlossen. Okay. Spion! Find the bedroom. Okay. Spion heißt das Ding. Siehst du? Jetzt fällt es mir ein. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Okay. Ach, das ist die Seitentür. Macht sie schnell wieder zu, ey. Und schließt ab. Genau, so. Das Bad. Das ist ja auch schon mal schön. Das ist ein richtig schönes, altes Haus, ey. Warum siehst du so... History of Art. Warum siehst du so anders aus wie die anderen Bücher? Gut, werden wir vielleicht noch rausfinden. Ich weiß es jetzt nicht. Okay. Wo ist denn die Küche? Hier. Okay. Ja. Ist ja sehr übersichtlich. Das war es in der Demo auch schon. Schlafzimmer. Mhm. Das ist ein Büro. Okay. Ich glaube, hier war das Schlafzimmer. Ich mich nicht irre. Ja. Oh, ich glaube, wir hauen es jetzt direkt hin, ne? Ja. ASAP as soon as possible. In irgendeinem Video wusste ich echt noch nicht, was das heißt. Daran merke ich, dass ich nicht mehr 20 bin. 3:55 am Morgen. Ach so. 3:55, nee, wahrscheinlich hier. Mittags ist es. Ja, hast du lange geschlafen? Macht ja nichts. Es kann aber schon zurück. Es hat geklopft unten, ja. Mal sehen. Nee. Nichts zu sehen. Lieber neuer Nachbar dieses Anwesens. Ich bin der vorige Besitzer. Und du bist die Tür, die ich gesucht habe. Ich hoffe, dass du hier für eine Weile bleibst. Ich bin mir sicher, es wird dir hier gefallen. Ich beobachte dich. Mich beobachten? Das ist verdammt eigenartig. Ich muss zum Laden fahren, bevor es dunkel wird. Ich bin lieber vorsichtig. Uhr, ja gut, mein Gott. Gutes Store, machen wir jetzt. Da waren dann die ganzen anderen Irren. Kann ich mich noch dran erinnern. Mir fiel von auf, ich habe ein richtig cooles Game für euch eigentlich, was ich noch überhaupt nicht geschnitten habe. Das ist irgendwie untergegangen, das muss ich jetzt die Tage mal machen. So. Ja, wird ja schon wieder ein bisschen dunkel irgendwie, ne? Was ist das, ein Stück Papier? Ja, würde mich jetzt nicht interessieren, oder? Was hier draußen rumliegt? Hä? Es ist erschreckend, wie ähnlich sie mir sieht. Ashley wird vermisst seit dem 15.08.2013. Bitte helfen Sie uns, Ashley wiederzufinden.
wenn sie irgendwelche Informationen haben, die kleinsten Details, bitte die Polizei benachrichtigen. Ihre Mitbeteiligung kann einen riesengroßen Unterschied machen. Das ist furchtbar. Ich hoffe, Sie haben sie gefunden. My Shopping List. Okay. Canned Food. Mögen wir anscheinend. Guten Tag. Oh, quatsch mich doch nicht an. Oh, hi. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, ich bin gerade umgezogen. Wo wohnst du? Ich fühle mich damit nicht wohl, das zu erzählen. Bist du alleine? Ich poliere dir gleich die Fresse. Ich hab's eilig. Sorry, ich muss gehen. Es ist nur irre. Ich wohne nur irre. Snacks, Soda, Milk, Cereal und Wein. Wein ist, ja. Ah, bei den auch, glaube ich, krieg das hin. Canned Food. Ist das alles markiert, was ich brauche? Guck mal. Achso, das ist nach der Reihenfolge. Anscheinend. Soda. Ach, hier, guck mal. Milch. Ist ja rausgegangen. Der hat einen weißen Van. Soll man es vielleicht mal merken? Fährt der weg? Nee, der bleibt noch stehen. Da. Wein. Wein war, glaube ich, zum Schluss. Guck mal. Oh, das war alles. Also bezahlen gehen. Nee, der bleibt da draußen stehen. Ist das alles? Ja. Okay. Das macht dann $22,50. Vielen Dank, dass Sie hier eingekauft haben. Ich kann Ihnen auch sagen, dass Sie neu hier sind in der Gegend. Wie lange bleiben Sie? Kein Problem. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nicht allzu lange. Schätze ich mal. Okay. Haben Sie einen guten Tag. Und hier ist Ihre Einkäufe. Danke. Okay, ich sehe nicht mit der Nase. Wo habe ich denn geparkt eigentlich? Der rote da, ne? Ja. Ich wusste eigentlich, dass es passiert. Es hat ja ziemlich geholfen. Weißt du, eine junge, schöne Frau wie du sollte draußen nicht alleine rumlaufen. Was willst du? Ich habe ein paar Wünsche, aber ich denke, es ist das Beste, wenn sie unausgesprochen bleiben. Was stimmt denn mit dir nicht, du Drecksau? Sei vorsichtig. Und lass mich dich nicht alleine treffen wieder. Was? Ich brauche deine Warnung nicht. Respektiere das, was ich möchte und bleib fern von mir. Was war das jetzt wieder für eine perverse Sau? Nur irre. Nicht die Einkäufe im Auto vergessen. Ich sehe nichts. Okay. Mach das zu. Schließ das ab. So. Wo packe ich ihn jetzt hin? Auf den Tisch? Im Kühlschrank? Ja. Okay. Gut. Ach du Scheiße. Was ist jetzt?
Willkommen zu Hause. Du hast hübsch ausgesehen in dem Laden heute. Ja. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Komm dichter. Drin oder draußen? Ich bin gleich da. Oder was, wenn ich schon da bin? Ich weiß nicht. Es ist unmöglich, es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Egal. Ja, ich werde wohl kaum rausgehen. Und nachgucken. Da ist niemand. Check's the door. Ja, habe ich ja gemacht. Das würde doch niemand machen. Es würde doch jetzt niemand aufmachen. Okay. Lieber neuer Mitanwohner, herzlichen Glückwunsch zum Einzug. Du denkst vielleicht, dass dieses Anwesen dein der dein Rückzugspunkt, der Rettungsanker ist. Aber jeden Schritt, den du machst, bringt dich tiefer in dieses Spiel. Ich bin bei dir, bei jeder Entscheidung, bei jeder Bewegung. Es gibt kein Entkommen, meins zu sein. Das läuft komplett außer Kontrolle. Ich muss wegfahren, die Polizei rufen, bevor es zu spät ist. Willst du das jetzt wirklich tun? Ja, dann schließ das ab und steig ins Auto. Nein, nicht jetzt. Starte, starte. Bitte starte, komm schon. Warum ausgerechnet jetzt? Irgendwas ist richtig falsch hier. Ich muss reingehen und die Polizei rufen. So, schließ auf. Nine-on-one, what's your emergency? Hi, ich brauche Hilfe. Ich bekomme einschüchternde, verängstigende Nachrichten, Briefe und Texte. Ich habe Angst. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Können Sie Ihren Ort durchsagen? Ich bin, es ist dringend. Ich verstehe. Ich schicke die, Polizei die jetzt direkt zu ihrem Ort. Kann sie die Art und Weise der,
Bedrohung beschreiben. Beobachten mich. Überall folgen mir. Diese Nachrichten werden immer intensiver. Bitte, schnell. Bleiben Sie in der Leitung. Hilfe ist auf dem Weg. Währenddessen versuchen Sie einen Platz, um sich sicher zu verstecken. Und gehen Sie sicher, dass die Türen verschlossen sind. Und die Officer werden bei Ihnen sein. Ja, die Türen verschlossen. Bitte beeilen Sie sich. Hilfe ist auf dem Weg. Halten Sie durch. Ich bleibe mit Ihnen in der Leitung, bis die Polizei ankommt. Jemand hat es schon versucht, die Tür zu öffnen. Wo soll ich hin? Okay, da brauchte ich mich gar nicht mehr verstecken, oder? Weil... Es scheint, dass man alles unter Kontrolle ist. Die Polizei hat einen Mann in einem weißen Van außerhalb des Gebäudes festgenommen. Wir bringen ihn zur Befragung weg. Wenn noch etwas passiert, scheuen Sie es nicht, uns anzurufen. Passen Sie auf sich auf. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich werde mich definitiv melden, wenn noch was anderes passiert. Okay. Oh, was für ein Stress. Ich habe nie gedacht, dass ich mich nochmal sicher fühle, aber vielleicht können die Dinge jetzt nochmal laufen. Es sollte sicher sein. Jetzt, ich gehe jetzt raus in den Keller und mach den Strom wieder an. Ja, okay. Das machen wir. Ein weißen Vans. Gehört doch aber dem anderen. Was war das? Okay. Oh, Strom sollte jetzt wieder da sein. Wir nehmen den kürzesten Weg. Ja. Ich rieche nach Schweiß. Ich nehme jetzt ein Bad, bevor ich schlafen gehe. Ja gut, was passiert, das ist menschlich. Aber baden gehen würde ich jetzt nicht, also ich weiß nicht. Ich würde nichts um mich herum unbeobachtet lassen. Ich würde mich einfach schnell waschen und währenddessen zur Tür starren. Ich würde baden. Gott sei Dank, ein Moment der Ruhe. Warum sollte der Fremde mir so weit folgen? Wie auch immer, es ist vorbei. Hm? Das klang nach einem Fotoapparat. Aber von wo? Ich bin so erschöpft, dass ich jetzt schon Dinge höre. Ich gehe einfach ins Bett. Okay. Ich wäre jetzt nicht so tiefenentspannt wie du gerade, aber... Okay. Let's go to bed. Mach die Tür einfach zu. Ja, hier können wir nichts abschließen, oder? Nee, scheiße. Ich lasse das Licht an. Ich lasse einfach das Licht an. Ich schlafe bei Licht. Ist mir egal. Und wenn ich nicht schlafe, mit offenen Augen, einfach nur da liege und da vor mich hin starre. Das Schritte? Was ist das für ein Geräusch?
Und dann klopfen. Klingt, als wenn es vom Lagerraum kommt. Was ist denn der Storage Room? Welcher war denn das? War das der unter uns? Storage Room? Da. Nee, der ist nicht. Das scheint von unten zu kommen. Der hier wahrscheinlich. Jetzt ist Ruhe. Ah! Das war einfach nur ein Albtraum. Oh! Vielleicht soll ich einfach gucken, wie es Liam geht. Ich meine... Ich meine, der Grund dafür, dass alles bis jetzt ist, weil ich mich von ihm getrennt habe, ist alles mein Fehler. Hast du eine Macke? Aber so sind wir. Ich habe das ja auch durch. Wenn ich einfach nur bei ihm gewesen wäre, würde er auf mich aufpassen. Das ist ein Schwachsinn. Call him no. No. Natürlich nicht. Was denke ich da? Ich muss an irgendwas anderes denken. Aber erst stelle ich sicher, dass das Haus wirklich leer ist, niemand da ist. Ich fühle mich immer noch nicht sicher. Oh, eine Fresse. Nee, natürlich rufen wir Liam nicht an. Bist du bescheuert? Schießt die Ecke? Wir vor dem Haus angucken. Check the house. Ja, tue ich gerade. Ist abgeschlossen. Das ist mein Koffer wahrscheinlich, ne? Jetzt wach. Oh. Ach, jetzt! Irgendwas sieht in diesem Buch komisch aus. Um Gottes Willen. Das ist verschlossen. Okay, das ist ein Bericht darüber, über Ashley, die verschwunden ist und wo sie jetzt gesehen wurde. Das war halt damals hier in diesem Haus. Hör zu, Liebling. Wir haben es in die Nachrichten geschafft. Cool, richtig? 17.08.2000. Da ist sie verschwunden. Ich kann dich nicht ersetzen, Ashley. Es gibt niemanden, der so toll ist wie du. 18.08. Okay. Warum hast du mich gezwungen, das zu tun? Ich wollte dir niemals etwas antun. Mein Fehler? Wieso ist es mein Fehler? Wie kann es mein Fehler sein? Ich wollte nicht, dass es so endet. Du hast mich verlassen, ohne mir eine andere Option zu lassen. 22. Was zum Teufel habe ich getan? Wie kann ich ohne dich leben? Hat sie umgebracht. Derjenige hat Ashley umgebracht. Was ist der Punkt bei allem? Ich schreibe an eine tote Person. Ich würde alles für mich zurückzukriegen. Träume ich? Ich könnte schwören, es bist du. Sie sieht aus wie du. Bist du zu mir 10 Jahre später wiedergekommen? 4.9. Was für ein Datum haben wir? Kann ich auf mein Telefon gucken? Nee, kann ich jetzt nicht. Sie ist genauso hübsch
wie du warst. Sie muss mir gehören. Sie wird. Was auch immer. Ich kann sie nicht weggehen lassen von mir, so wie du es einst getan hast. Ach du Scheiße, ey. What's that? Ein Schädel und ein Ring. 17.8. Warum würdest du mich verlassen wollen? Ich habe nichts getan, außer gut zu dir zu sein. Wie auch immer. Es ist egal. Du wirst mich nicht nochmal verlassen. Ich muss mit Grandpa sprechen. Über das, was hier passiert, das ist verrückt. Okay, also irgendjemand denkt, er hat... Liam? Grandpa, bist du da? Ja, was ist passiert? Eine ganze Menge. Ich habe gruselige Briefe erhalten und wurde von jemandem verfolgt. Ich glaube nicht, dass es Liam war. Ich habe die Polizei angerufen und sie haben jemanden festgenommen, der um das Haus schlich. Aber als ich dachte, dass es vorbei ist, habe ich einen eigenartigen, versteckten Raum in deinem Haus gefunden, der einige kranke Dinge enthält, um es mal so auszudrücken. Was? Das ist verrückt. Vielleicht hat die Polizei den Typen festgenommen, der die Briefe hinterlassen hat. Und ein versteckter Raum. Ich lebe da seit 10 Jahren und habe das niemals gesehen. Ich breche diesen Business-Trip ab und komme so schnell wie möglich nach Hause. Ich kann es nicht ertragen, dir nicht helfen zu können. Ich glaube, sie haben ihn festgenommen. Aber was, wenn nicht? Was er noch da draußen ist. Was, wenn sie den Falschen festgenommen haben? Es verursacht so viel Unbehagen, darüber nachzudenken. Was kannst du dich an die Person erinnern, von der du diesen Platz hier erworben hast? Das könnte definitiv der Fall sein. Ich erinnere mich, dass seine Frau als verschwunden galt, ohne irgendeine Spur. Das war das Gespräch der Stadt für eine ganze Weile. Und sein Name war... mein Akku ist leer und ich habe vergessen, mein Ladekabel mitzubringen. Ich muss eine Taschenlampe finden, für den Fall, dass ich sie später brauche. Ich erinnere mich, einen Keller gesehen zu haben. Ja, da war eine. Warum hat sich das Licht so verändert? Okay. Wir gehen hier raus. Das ist der kürzeste Weg. Schließ das ab. Im Keller war eine. Meine Fresse, Dreckskrähe. Ich sollte nach einer Waffe suchen. Nur für den Fall. Wir suchen zuerst in Grandpas Büro oben. Okay. Wenn du das sagst, dann suchen wir oben nach einer... Da. Büro war hier, ne? Ja. Chips hat er da drin. Da ist ein Schlüssel. Was drin, was ich gebrauchen könnte. Ja, dann greif doch den Schlüssel.
das muss Großvater sein, oder? Nee, den Schlüssel nimmt sie gerade nicht. Ist das der für die... Ich weiß nicht. Nee, ich möchte da durchgucken. Warum geht das nicht? Oh, entschuldige, wenn ich dir Angst gemacht habe. Ich bin einfach gekommen, um Dinge klarzustellen. Natürlich hast du. Du bist so ein Creep. Du bist der Creep, der mich vor dem Laden angesprochen hat. Worüber willst du was klarstellen? Ich weiß, dass es creepy war. Es war nicht meine Idee. Liam hat mir gesagt, dass ich dir Angst machen soll, dass du zurückkommst und dich wieder sicher fühlst. Ich war angewiesen oder dachte jetzt, es einen Schritt weiter zu treiben. Aber ich kann es nicht. Es tut mir viel zu leid für dich. Jetzt macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich fühle mich hier immer noch nicht sicher. Bitte, kannst du gehen? Ja, natürlich. Es tut mir leid. Okay. Puh. Gut. Es ist wirklich schon Nacht. Schlafzimmertür. Kannst du ihm die wenigstens mal Schädel ziehen? Du hättest gedacht, es ist vorbei? Du fühlst dich jetzt hilflos, nicht wahr? Dein Auto funktioniert nicht. Dein Telefon ist tot. Die Polizei denkt, sie hat die Person hinter dem Ganzen erwischt. Und du weißt nicht, wer ich bin. Es gibt nichts, was mich noch stoppen könnte. Was soll ich tun? Ich weiß es. Ich gehe den anderen Weg hinunter. Den ich gesehen habe, als ich das erste Mal herkam. Vielleicht kann ich Nachbarn, sind Nachbarn in der Nähe, die mir helfen können. Du willst jetzt echt da rausgehen? Sure. Na, ich weiß ja nicht. Die Frage ist jetzt, welchen Weg meint sie? Den, wo das andere Auto eingebogen ist, als sie hergefahren ist? Hier? Wir kamen von da, ne? Soll.
zum Haus. Hier ist ein Weg. Aber den kann ich nicht nehmen. Nee. Hier ist ein Weg. Ah, okay. Ach du Scheiße. Das ist Liams Auto. Warum gehen wir hier rein? Da hat jemand gehustet. Blut. Das ist Liam. Was ist mit dir passiert? Warum wollte das jemand dir antun? Sie gehört mir. Das ist das Foto. And only mine. Soll ich jetzt hier raus oder soll ich... Geht's hier lang? Okay, ich weiß, wo wir hier hinkommen. Das ist die Falltür. Ein Sarg. Oh mein Gott. Das ist... Das sind Ashleys Überreste, denke ich. Was für ein kranker... Ja, was für ein krankes Evil mein Husband ist, ihr Ehemann ist. Ich möchte nicht wissen, was sie mir antun würde. Okay, ich glaube... Kommen wir nicht weiter. Ah! Aus dem Laden, der Kassierer. Hey, ich konnte nicht mehr warten. Ich muss es wissen. Meine neue Ashley. Du hast mir diese Briefe geschickt. Ich weiß, dass ich deine Ex-Frau ähnlich sehe. Aber das heißt nicht, dass ich sie ersetzen kann. Das interessiert mich nicht. Wie du aussiehst, reicht mir vollkommen. Komm her. Ich habe so lange darauf gewartet. I have to run before it's too late. Nein! Oh. Red Court. Ja, das sieht. Try again, ja. Was denn jetzt?
Try again. Jetzt konnte ich es auswählen. Ist mir jetzt das Spiel abgeschmiert am Ende. Das ist fantastisch. Gut, wir wissen jetzt, was das Ende war. Die Polizei kam jetzt. Also offensichtlich bin ich hinter dem Bildschirm jetzt irgendwie entkommen. Aber ich sehe das Ende nicht. Okay, ich mache was anderes. Ich guck mal, ob ich... Sam hat das Spiel auch gespielt. Ich guck mal, wie da das Ende verlief und blend euch das von ihr hinten jetzt ein und verlinke euch auch ihr Video. Dann könnt ihr gucken, wie das Ende jetzt weiterging, weil das ist jetzt ja absoluter Bullshit. Ich komme noch nicht mal raus, es ist komplett abgestürzt. Ich könnte brechen. Ich versuche mal das Spiel zu beenden und vielleicht komme ich hier irgendwie anders rein. Ich muss ran, bevor es zu spät ist. Oh, das Spiel hängt. Bitte nicht. Und ich kann den Weg nicht mehr. Ich werde sterben. Die Polizei! Ja, die Polizei! Team Stalking überlebt. Die Polizei kam genau im richtigen Moment. Danke, Großvater. Um Gottes Willen, ey. Ja, kam so schnell wie möglich wieder zurück nach Hause, nachdem das Telefongespräch mit Kate abrupt abgebrochen war. Als er nach Hause kam, realisierte er, dass Kate nirgendwo zu sehen war. Er hatte ein ungutes Gefühl. Ich hatte Sorgen gemacht, dass irgendwas passiert ist. Er hat die Polizei gerufen und ja, sie sind da Gott sei Dank rechtzeitig gekommen. Okay, steht da am Ende noch? Was ist eigentlich mit all den anderen passiert, ja, die involviert waren? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt haben wir das Ende. Der Mann im weißen Van sagte... Der Grund, warum er vor dem Haus gestanden hat, war, dass er einen Fremden gesehen hat. Der vor meinem Haus rumgeschlichen ist. Der mir vom Geschäft, vom Store aus bis nach Hause gefolgt ist. Okay. Also, ich hab's definitiv beendet. Weil sie niemanden außer ihn gesehen haben. Also dachten die, dass er es war. Ja, und dann haben sie auch festgestellt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Dass der Mann die Wahrheit gesagt hat. Und er wurde glaube ich, am Tag dann entlassen, ja. Ja, wieder freigelassen, genau. Ich glaube, es heißt, der Komplize von Liam wurde nie wieder gesehen, ne? Oh, Danny. Nach dem Vorfall nie wieder gesehen, ja, genau. Okay. Ja, Liam ist ja dahin. Der Psychopath, der mein Ex... Der seine Ex-Frau Ashley ermordet hat, Liam und auch Kate umbringen wollte, ist jetzt, glaube ich, lebenslang hinter Gittern, oder? Okay, ja. Ja, tut mir leid, dass das Spiel da abgeschmiert ist. Ja, lebenslange freie Haftstrafe hat er bekommen. Kate versucht ihr Bestes, um das Ganze zu verarbeiten, aber es ist schwer. Nachts hört sie öfters mal klopfen in ihr Schlafzimmertür. Dann, glaube ich, wird sie abrupt aus dem Schlaf geweckt und
guckt halt jeden Tag immer nach, ob alles in Ordnung ist, ob irgendjemand da ist. Weil sie hier so eine Angst hat und schon paranoid ist, weil sie immer wieder denkt, dass jemand da ist. Wie krass, thanks for playing. Jetzt ist die Frage, jetzt würde mich mal interessieren, was passiert, wenn wir Liam nicht anrufen. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein anderes Ending gibt eigentlich. Ich glaube, vielleicht wäre Liam dann noch am Leben gewesen, wenn wir nicht angerufen hätten. Ach, sie hat ihn nicht angerufen. Aber Sie hat gut, ihn ja, angerufen. das Okay. war. Ja. Damit haben wir Gott sei Dank, dank Sam, das Ende jetzt gesehen. Das ist echt scheiße, dass das jetzt passiert ist an dem Punkt. Tut mir unendlich leid. Aber es ist nicht mehr viel passiert dahinter, Gott sei Dank. Außer dass jetzt nicht zu sehen war, wie ich es geschafft habe. Okay, so what? Wir sehen uns die Tage zu einem neuen Let's Play. Macht's gut und bis dann.